Als einstiger Nachkomme des Tempels von Koyen in Ionia erlernte Wei in seiner Jugend die Magie des Pinsels. Hinter seinem melancholischen Äußeren verbirgt sich eine unerschöpfliche Fantasie, die er mit einem Pinselstrich zum Leben erwecken kann. Seit sein Zuhause auf brutale, jedoch faszinierende Weise zerstört wurde, stellt Weis Kunst den inneren Konflikt zwischen Schönheit und Verzweiflung dar. Kunst kann Menschen zusammenbringen oder sie auseinanderreißen. Wofür entscheidest du dich? Willkommen zum Champion Spotlight mit Wei. Bei der Kunst gibt es kein Geheimnis. Man muss nur anfangen und weitermachen. Das ist alles, was wir tun können. Weis Q, W und E Zauberbücher haben je drei Fähigkeiten, die mit dem Drücken zweier Tasten aktiviert werden, wie QQ, QW oder QE, und sich eine gemeinsame Abklingzeit teilen. Das Q-Zauberbuch Katastrophen beschwört mächtige Zauber und ist eine primäre Schadensquelle. QQ entfesselt ein verheerendes Feuer, das gerade ausfliegt und beim ersten getroffenen Gegner oder am Ende seines Weges in einem Bereich explodiert. QW zerreißender Blitz ist ein verzögerter Artillerieschuss, der an bewegungsunfähigen und isolierten Zielen zusätzlichen Schaden, abhängig vom fehlenden Leben, verursacht. QE ist geschmolzener Riss, ein explodierendes Lavafeld, das Schaden verursacht und verlangsamt. Das W-Zauberbuch Ausgewogenheiten bietet Unterstützung für dich und dein Team. WQ, flüchtiger Strom, verleiht dir und deinen Verbündeten Lauftempo. WW, Teich der Besinnung, gewährt Schilde in einem Bereich. WE beschwört drei kreisende Lichter, die deine nächsten drei Angriffe oder Fähigkeiten verstärken und bei Treffern Mana wiederherstellen. Das E-Zauberbuch Qualen hält Gegner mit schrecklichen Kreationen und Massenkontrolle in Schach. EQ, düsteres Angesicht, schlägt Gegner in die Flucht. EW, Blick des Abgrunds, beschwört ein Auge, das den ersten entdeckten gegnerischen Champion erfasst und dann mit einem Geschoss dem ersten getroffenen Ziel Schaden zufügt und es festhält. EE, klaffende Kiefer, verursacht Schaden und zieht Gegner in die Mitte, bevor sie verlangsamt werden. Das ist eine Menge zu verdauen und wir sind noch lange nicht fertig. Hier ist ein Spickzettel als Screenshot und Referenz, wenn du den Visionär zum ersten Mal spielst. Ein Maler begegnet seinem Motiv auf Augenhöhe. Ways Passiv ist Signatur des Visionärs. Seine Schadensfähigkeiten markieren gegnerische Champions. Ein zweiter Schadenszauber lässt die Markierung explodieren und verursacht Flächenschaden an getroffenen Gegnern. Sein Passiv ist am stärksten, wenn du es bei Gegnergruppen mehrfach auslöst. Das Timing ist wichtig, da sie die Schadenszone verlassen können, bevor die Signatur explodiert. Markiere schnell mehrere Champions und verursache dann mit einer größeren Fähigkeit verheerenden Flächenschaden. Der Höhepunkt von Ways Palette ist sein ultimatives Werk, Wachsende Verzweiflung. Er sendet ein Geschoss aus, das am ersten getroffenen Gegner eine Zone entstehen lässt. Gegner in der Zone geraten in Verzweiflung, eine ansteigende Verlangsamung, die sich über die Dauer der Ult steigert. Sie erleiden zudem regelmäßig Schaden. Bei Vollendung zerbricht die Zone und verursacht tonnenweise Schaden. Wenn du Ways Ult gemeistert hast, wird die Verzweiflung Gegner daran hindern, vor der letzten Implosion zu fliehen. Es ist allerdings nicht leicht, ein bestimmtes Ziel zu erwischen. Nutze zusätzliche Massenkontrolle aus deinem Zauberbuch, um den Treffer zu landen, schnapp dir dann mehrere Ziele, wenn sie zusammenstehen, und halte sie mit der ansteigenden Verlangsamung in der Hoffnungslosigkeit gefangen. Keiner von uns wird unverändert bleiben. Ich werde unserem Leiden einen Sinn geben. Wei bietet unzählige Gameplay-Möglichkeiten und soll ein neues Maß an Kreativität für Spieler schaffen, indem sie Fähigkeiten je nach Situation anpassen. Sein Spielstil ist einzigartig unter den Magiern und verlangt das Kombinieren von Zaubern und ein kunstvolles Vermischen. Ein Visionär zu werden ist keine leichte Aufgabe und Wei erfordert einiges an Übung, aber wenn du deine kreative Ader findest, erschaffst du im Nu Meisterwerke. Wie bereits erwähnt, bietet jedes Zauberbuch drei Fähigkeiten, was 9 Grundfähigkeiten ergibt. Q basiert auf Schaden, W auf Unterstützung und E bietet Massenkontrolle. Manche davon sind recht eindeutig, aber beweise deine künstlerische Kreativität beim Mischen der Fähigkeiten, um spontan neue Kombinationen zu erschaffen. Wenn du Wei lernen willst, probiere jede Zauberabfolge mindestens einmal aus, um dich daran zu gewöhnen, 2 Tasten drücken zu müssen. Konzentration bitte! Du formst, was ich erschaffe. Skizzieren wir kurz ein paar mögliche Rotationen. Nutze WE für Schlagabtäusche und um zwischen Zaubern Mana zu regenerieren. Oder setze QQ direkt nach WE für einen Doppelschlag ein, um Gegner von Vasallen abzudrängen und deine Welle zu beseitigen. Ein gezielter, verstärkter Angriff kann sogar die Signaturexplosion auslösen. Maximiere eine AOE-Kombo, indem du Gegner mit QE verlangsamst, sie mit EE zurück ins Lavafeld ziehst und anschließend mit QW ihre Flucht vereitelst. Du kannst auch feindliche Übergriffe mit EQ unterbinden und mit QQ oder QW zu einem Gegenschlag ausholen. Eine volle Rotation beginnt mit WE und einem normalen Angriff, um das Ziel mit deinem Passiv zu belegen und die nächsten Fähigkeiten zu verstärken. Bringe dann Gegner mit EE in Position für deine Ult.
Während sie verlangsamt sind, die Verzweiflung wächst und ein Passiv wirkt, nutze QE oder QQ, um mit ordentlich Schaden einen explosiven Abschluss zu garantieren. Puh, ganz schön komplex. Ways Kunst dreht sich nicht nur um Zerstörung und Kämpfe auf der Lane. Nutze bei einer Verfolgungsjagd durch den Dschungel den Temposchub von WQ, um den Gegner mit EW an der Flucht zu hindern. Der Schild von WW hilft besonders, wenn ihr Ziele sichern wollt. Falls ein ungeplanter Teamkampf ausbricht, macht euch mit WQ aus dem Staub und bremse Verfolger mit QE aus. Ein Kunstwerk ist nie wirklich vollendet, nur aufgegeben. Ways Überlebensfähigkeit hängt hauptsächlich davon ab, proaktiv zu sein und auf Abklingzeiten zu achten. WQ und WW bieten zwar defensive Werkzeuge, aber vielleicht fühlst du dich versucht, häufiger WE für Schaden und Mana einzusetzen. Jedes Zauberbuch hat eine Abklingzeit. Wenn du also dein WE an Vasallen verschwendest, stehst du bei einem Gang plötzlich ohne Verteidigung da. Setze offensive Fähigkeiten zur richtigen Zeit ein. EW ist praktisch für Sicht, aber du verlierst den Zugriff auf die Massenkontrolle von EQ und EE, falls ein Kampf ausbricht. QQ bietet zwar garantierten Schaden, aber du kannst nicht mehr QE nutzen, um Pläne des Gegners zu durchkreuzen. Jeder Zauber hat seinen einzigartigen Nutzen und muss zur richtigen Zeit eingesetzt werden. Kunst kommt schließlich von Können, nicht von Wollen. Wenn du gern wie Orianna und Viktor das Schlachtfeld kontrollierst, ist Wei eine erstklassige Wahl. Fans von komplexen Champions wie Azir können mit ihm ebenfalls auf ihre Kosten kommen. Oder quälen dich künstlerische Visionen, während du damit kämpfst, deine unfertigen Werke zu vollenden? Gefühle vergehen, doch die Kunst bleibt für immer. Also banne dein Leid auf die Leinwand. Erfahre mehr über Wei, den Visionär, über die Links unten.